So, verbinden es damit. Ja, nee, ich glaube, das hat nicht funktioniert. So sieht es eigentlich okay aus. Also da kam dann zumindest das Schienensymbol. Oder das Kreuzkurvensymbol. Das ist die Verbindung, also das Blaue da meine ich hier, wenn man da halt eine Kreuzung baut. Das kam dann gerade. So. Kann man ja auch nochmal geradeaus weitergehen. Ist halt jetzt die Frage, wie wir es machen möchten. Ob man da auch nochmal im Kreis rumfahren soll. Vielleicht mit einer 8. Oder würde es gehen? Eigentlich schon. Ja, schau jetzt. Setzt jetzt da keine Kurve. Also hier hat es jetzt funktioniert. Okay, wenn ich das jetzt mal so verbinde miteinander. Ob das so klappt, weiß ich jetzt gar nicht. Also hier einmal außen. Oder ist ab innen, so. Da mal auch nochmal eine. Geht das? Geht es auf beide Seiten? Geht sogar auf beide Seiten. Okay, dann würde ich die hier ran verbinden. Nee. Doch. Geht, warte. Dann da außen. Nee, warte. Wie habe ich es denn hier gemacht? Da bin ich innen rein. Innen rein. Dann geht es hier wieder zurück. Dann mal hier die andere Spur. Fahren dann hier lang. Verbinden das. Okay, cool, hat sogar funktioniert. Und dann gehen wir hier an den Bahnhof. Ich überlege gerade, wir hätten ja auch die Erweiterung für U-Bahn-Stationen. Ob man den einfach die Haltestelle abreißen sollen. Und dann einfach die nach unten mit verbinden. Weil im Endeffekt. Es wäre halt genau dort. Das wird halt perfekt passen. Ja. Ist, glaube ich, die beste Entscheidung, die wir gerade machen können. Stellt sich halt auch die Frage, warum soll es keine gute sein? Weil dann hätten wir auch nicht mehr außen diesen ganzen Menschenmassenverkehr, der irgendwie die Straßenseite wechseln will. Dann läuft halt alles im Untergrund ab. Klar, da sieht man halt die Leute auch teilweise wahrscheinlich gar nicht mehr draußen rumlaufen.
weil sie halt im Untergrund unterwegs sind. Aber andererseits, schlimm ist es, glaube ich, jetzt auch nicht. So. Also da stehen schon einige. War das ein Reihenhausgebäude? Ja, glaube ich. Nee. War sowas. Gut, dann brauchen wir hier die Verbindung wieder. Gehen dann einmal. An welches soll man jetzt gehen? Die nehmen. Gehen wir an die. Gehen wir an die ran. Dann fahren wir zurück. An die. Und hier wieder ran. Ich weiß, wir hätten auch die zwei Linien mitnehmen können, aber ich wollte halt direkt hier einen Bahnhof ran. Ist halt auch die Frage, ob man das Ding mit der normalen Linie verbinden sollen oder hier drüber fahren lassen sollen, weil wenn die halt da halten, die normale Linien, dann stoppen sie halt den Verkehr, weil ich glaube, das ist auch gar nicht mal so schlimm. Würde ich auch, keine Ahnung, würde ich einfach mal so lassen, wie es jetzt ist. Ach, das ist eine erhöhte U-Bahn-Station. Okay, das ist auch spannend. Das ist auch sehr spannend. Okay, in dem Sinne würde das ja jetzt erstmal passen. Aber wir müssen auch die U-Bahn-Stationen anpassen. Ein bisschen. So, das sind die zwei neuen. Ah, wieder Steuerung A. Welche ist denn das? Das ist, glaube ich, die. Wenn ich jetzt auf die andere klicke, das war die weiter unten, wenn ich da drauf klicke, dann gehe ich, ja, das ist die. Zugewiesene Fahrzeuge 2 von 3 ist okay für den Weg hier, von der Haltestelle hier runter wieder hoch, ist okay. Die Haltestelle, das sind, achso, nee, warte. Die. Auch 2 von 3. Aber das ist die untere. Da wären auch 2 von 3. Da würde ich tatsächlich 3 machen, aktive Fahrzeuge. Wo ist unser Depot? Hier. Angestellte, aktive Fahrzeuge. Wie viel kommt dann gleich raus? Wir haben ja nur noch 4 auf... Oh, Reserve. Boah, bin ich fix und fertig nach über 2 Stunden Aufnahme. Oh, es geht mir so schlecht. Ich glaube, wir haben doch... Wir brauchen ja nur noch 4, gell? Ah, nee, da habe ich ja 3 ausgewählt. Ich mach mal 4. Also so, jetzt müsste im Endeffekt, es müssten noch... Ja, die anderen letzten 4, die wir hier haben, dafür benötigt werden oder dafür eingesetzt werden und damit hätten wir jetzt eigentlich auch keine mehr zur Verfügung. Das sind alle 10 eigentlich in Verwendung. Oder wir hätten noch eine frei. Kann auch sein. So, das kann jetzt ein bisschen dauern, bis die von dem Punkt bis hierher gefahren sind. Das kann eine Sekunde dauern. Gut. Aber so an sich, die Insel, die hat schon was Stylisches, gell? Die sieht gar nicht mal so schlecht aus. Wir haben 6.30 Uhr. Dann warte ich noch ein bisschen. Oh, Vollmond. Oder Vollmondfinsternis. Spannend. Ich warte jetzt sowieso noch ein bisschen, bis es hell wird. Ich will mir das Gebiet ja auch nochmal anschauen, ob es so überhaupt läuft, ob es so überhaupt funktioniert.
Ob irgendwie, irgendwo, irgendwie... Okay, 861.000 ist eine Menge. Ob es jetzt auch irgendwo noch Stau gibt? Oder zu Stau kommt? Auf der Straße hier vielleicht, wenn wir jetzt wieder neue Gebäude gebaut haben, auch Wohngebäude. Wolkenkratzer, das sind nicht gerade wenige. Und weil auch neue Bürogebiete gebaut wurden, vielleicht wollen sie dann auch wieder hierher. Aber die wurden auch noch gar nicht gebaut. Also die Wohngebäude, da haben wir noch gar keine, weil wir auch gar keine Nachfrage aktuell haben. Wie viel kommt da? Null. Okay. Sieht man eigentlich auch bei denen, von welcher Stadt die kommen? Hafen? Jauken. Hafen? Drehm. Okay. Hey, die fahren auch wieder so komisch rein. Die brettern alle irgendwie so ganz komisch in die Stadt rein von außen. Ist mir schon letztes Mal mit den Frachtern aufgefallen. Die da drüben auf der anderen Seite der Stadt da so ganz komisch reinfahren. So, wo sind die eigentlich inzwischen? Ah, die sind noch auf dem Weg. Das meine ich jetzt. Die müssen halt wirklich, die brauchen halt lang. Die müssen halt auch teilweise warten, bis die anderen an der anderen Haltestelle weg sind. So, dann würde ich jetzt noch am Ende ein paar Bäume pflanzen. Da würde ich Erlen hinbauen. So. Auf jeden Fall auch bei den freien Plätzen hier ist es eigentlich komplett egal, ob da jetzt welche stehen oder nicht. Die verschwinden sowieso. Eichen. Wenn die Gebäude dann gebaut werden. Deswegen ist eigentlich alles soweit es geht in Ordnung. So. Dann immer noch kleine Sträucherlis. Ich würde einen größeren Pinsel nehmen. Wie hoch geht er? Ja, das ist mal ein Pinsel. Das ist ein Pinsel für Männer. Okay, Energie ist nicht an. Da muss ich echt drauf achten, dass ich Energie nicht die ganze Zeit aktiv habe, weil wenn ich sowas hier mache und platziere und das Ding ist aktiv, dann schraubt es mir überall so komische Büsche wahrscheinlich dazwischen hin. Und ist halt dann gar nicht gut und gar nicht schön. So, machen wir noch davon Bein. Was haben wir sonst noch? Ach, die Palmen. Nee, brauche ich nicht. Eine Birke, Borke kann man da noch hinmachen. So. Ja, also wenn hier alles dann groß, stark und erwachsen ist irgendwann. Es gibt einen kräftigen Wald, vor allem hier zwischendurch. Zwischendrin. Ja, ich glaube, das sieht dann echt gut aus. Hier ist wahrscheinlich von dem Raumfahrtzentrum. Bisschen blöd, dass da jetzt halt kein Gebüsch ist, aber gut. Aber ist, denke ich mal, in Ordnung. Also, wird wahrscheinlich ewig dauern, bis die Bäume dann ausgewachsen sind. Aber wenn die dann ausgewachsen sind, dann sieht es hier echt gut aus. Ja, hier werden dann noch irgendwann Wohngebiete entstehen. Also das Gebiet ist echt gut. Und das haben wir jetzt auch sowieso wieder abgeschlossen. Also ich wollte, okay, jetzt kommen auch so langsam die Leute hierher. Ich wollte ja sowieso die Insel noch bauen. Jetzt haben wir die Insel gebaut. Ich finde, das ist mal wirklich was komplett anderes. Also die ist nicht rund, die ist nicht smooth, die ist aber schön, die ist eckig, die ist kantig, das sieht cool aus da drauf. Wir haben die ganzen Universitäten jetzt auch nochmal da drauf gebaut, haben auch die Schule wieder ausgebaut und das reicht immer noch nicht. Aber ist ja klar, je mehr wir hiervon haben, desto mehr brauchen wir davon. Aber immer noch 56.000.
das ist halt eine Menge, aber klar, bei knapp 300.000 Einwohnern braucht man halt auch so viel Schulen. Aber da ist halt auch die Frage, wo noch hin mit den Schulen? Weil ich denke mir halt auch die ganze Zeit, man kann doch nicht einfach, und außerdem der Müll verschwindet auch langsam, also die ganzen Symbole gehen auch manchmal weg, so langsam weg. Ich meine halt auch, man kann jetzt nicht so ein riesiges Gebiet einfach machen mit einfach nur irgendwelchen ganz vielen Schulen. Bloß weil die Stadt halt ganz viele Schulen braucht und möchte. Das ist halt auch so ein bisschen doof, sag ich mal. Wir haben auch gar keine Parkplätze gebaut. Fällt mir gerade so auf. Parkplätze sind bei mir so irgendwie noch nicht so existenziell wichtig. Irgendwie. Das fällt mir dann auf und dann, oh ja, haben wir keinen Parkplatz. Ist halt so. Gute ist, wir können jetzt vielleicht hier zwischen noch teilweise ein paar Parkplätze reinquetschen. Da, wo immer noch keine Gebäude gebaut wurden, geht's ja noch. So, das ist diese Tiefe. So ein ganz kleiner hier. So. Wir hatten doch so einen der hier. Was ist das? Überdachter, aber der nimmt so viel Platz weg. Im Endeffekt bräuchte man ja wieder so einen, den man links hatten. Alles. Achso, habe ich jetzt 4? Ah, das ist ein 5er. Ja, da habe ich schon gleich von Anfang an den falschen genommen. Ach so. Dann machen wir halt noch 2 Motorradparkplätze hin. So, jetzt ist Tag-Nacht-Wechsel. Umspannwerk, da ist der Fußballplatz. Frickt sie natürlich dann auch, ja, wer will denn da überhaupt spielen, aber wollen bestimmt einige spielen. Vor allem, muss man halt auch so sehen, ist halt, könnte auch teilweise immer eine Touristenattraktion sein. Das ist der Hafen. Das waren 8 Passagiere. 0, 1, 2. Okay. Gut. So weitestgehend haben wir eigentlich auch die. Es müssten jetzt eigentlich auch schon die Dinger das sein. Okay, da fahren viele mit. Das ist die Linie hier. Und dann viele drauf. 98 stehen da, 42. Da werden 88 gerade mitgenommen. 0. Ich glaube, der fährt immer noch her. Oder die. Das ist die rote. Ah, okay. Also das ist die blaue. Von hier nach hier werden die transportiert. Und das ist dann die rote in dem eigentlichen Gebiet. Fahren 4 mit. Okay.
Ist auf jeden Fall in Ordnung. 177. Die fährt immer noch her, die Linie, der Waggon. Der Passagierfahrzeuge. Ah, da war ein 177 am Bahnhof. Der fährt jetzt erst am Bahnhof rein. Ja gut, das war eine 188. Okay. So, wie hat sie das jetzt behoben? Oder verbessert? Okay. Ist auf jeden Fall auch okay. Jetzt rennen auch nicht mehr ganz so viele draußen rum. Es sah natürlich eigentlich schon cool aus, wo so viele draußen rumgerannt sind, aber die haben sich halt auch hier teilweise gestaut, weil, ja. Gut, jetzt haben wir auf jeden Fall auch die U-Bahn mit dem Bahnhof dort komplett integriert. Sollte eigentlich passen. Das Gebäude hier, warte, ich gehe nochmal zur Seite hin. Aber wir haben gerade den Sonnenaufgang, dauert wahrscheinlich noch ein bisschen. Ich denke mir auch, dass es viel besser aussehen wird, das Gebiet, wenn wieder Sommer ist oder Frühling, wenn es wieder grün ist und die Bäume da generell gewachsen sind. Oh, schau mal. Ach nee, das sind Parkplätze. Ich habe gerade gedacht, oh ja, schau mal, die ersten Wohngebäude werden schon gebaut, die Hochhäuser. Verarscht. Hab mich selber verarscht. Aber es sieht schon gut aus. Es sieht halt... Also ich finde das Gebiet hier schon echt gut. Klar, andere hätten es anders gebaut. Hätte es besser machen können. Hätte es anders machen können. Hätte es aber auch schlechter machen können. Ganz im Ernst. So, wie sieht es aus, wenn man jetzt hier... Das Ding ist halt, außen haben wir halt eine hohe Wolkenkratzerfront. Wenn man halt reingeht, hat man so halt flacheres, sanftes Gebiet. Und dann die ganzen Universitäten. Also es sieht schon cool und pompös aus. Da startet dann auch direkt die Rakete wieder. Also es sieht schon cool aus. Wenn man von außen halt schaut, dann sehen halt die Hochhäuser ein bisschen aus wie so eine Mauer, die halt außen rum gehen. Ist aber, denke ich mal, nicht schlimm. Es sieht halt schon gut aus. Also mir gefällt auf jeden Fall die Insel. Ich hoffe, dir, euch gefällt die auch. Und dann würde ich jetzt erstmal wieder eine Aufnahmepause machen nach 2,5 Stunden Aufnahme. Ist dann schon ein bisschen was. Auch wenn es überhaupt, also gefühlstechnisch, macht mir das teilweise auch gar nichts mehr. Also so lange aufnehmen von einem Game, City Skylines, was wirklich richtig Spaß macht, wo man sein Herz, Blut und die Seele und was weiß ich noch, einen Finger da irgendwie ins Game reinsteckt, macht halt echt viel Spaß. Wie viel macht man noch Gewinn? Okay, knapp 1 Million. Ja gut, da fehlen jetzt immer noch knapp 900.000, bis wir bei 1 Million sind pro Stunde. Aber dennoch, das ist nicht wenig. Das ist echt noch viel. Okay. In dem Sinne, mit dem Anblick würde ich erstmal sagen, Dankeschön fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann wieder in der nächsten Folge von City Skylines. Oh Gott, ich muss jetzt erstmal eine kleine Pause machen. Okay, also dann. Bis denne, Antenne. Bis zur nächsten Folge. Tschüss, tschüss.